We only have two options remaining. We need to mine and we need to craft. Hallo YouTube, ja, es ist mal wieder hier Crazy Gamer und heute auch mal wieder mit einer anderen Art von Video, nämlich hier einem Building Tutorial. Ja, in diesem Tutorial werdet ihr lernen, wie ihr kein spezifisches Haus baut, sondern wie ihr bauen könnt, was ihr wollt. Ich gebe euch einfach nur ein paar simple Tipps und Tricks sozusagen, wie ihr eure Minecraft-Bude upgraden könnt, egal wie diese aussieht, indem ich euch einfach so die Building Basics beibringe. Ja, wie man hier sieht, heute auch leider ohne Shader. Das liegt daran, dass ich momentan echt miese Performance-Probleme bei meinem PC habe. Und dasselbe gilt auch für den Speicherplatz, deswegen, ja, wie gesagt, leider keine Shader. Aber ja, fangen wir an. Also hier sieht man ja eine Bude und für manche Leute sieht das hier auch actually aus wie ein eigentlich schon ziemlich gut gebautes Haus. Also man sieht, es hat eine Basis, es hat ein Dach und man sieht, es wurde auch schon etwas Detailwork hier reingebracht mit den Fenstern. Und die Inneneinrichtung ist auch okay. Und ja, fangen wir an. Also das Erste, was ihr wissen solltet, wenn ihr etwas baut, ist, ihr müsst eine Basis haben. In dem Fall ist das Basis unser Haus. Und wenn ihr euch denkt, ihr wollt noch einen Garten dazu bauen, dann ist es besser, wenn ihr das nicht im Nachhinein macht, sondern wenn ihr schon so eine Art Basis dafür baut. Also einfach so ein Rechteck, keine Ahnung, wenn ihr so einen Garten daneben haben wollt. Oder in diesem Fall vom Video, was ich hier später hinten dran bauen werde, so eine Art Fischpool. Also da ist es besser, wenn man das normalerweise schon vorher macht. Aber man kann natürlich auch alles im Nachhinein ändern. Aber das kann halt etwas confusing manchmal werden. Und ja, fangen wir hier auch schon mit der ersten Sache an, nämlich der Tiefe. Die können wir auch upgraden, indem wir hier einfach ein paar simple Slabs adden ums Haus drumherum. Und wie man sieht, addet das Ganze schon etwas an Detail hinzu. Allerdings ist es noch lange nicht genug, wie man sieht, weil sehr viele Stellen von dem Haus sehen immer noch ziemlich leer aus. Wir werden hier zusätzlich auch noch Steinmauern verwenden. Also nicht der Steinbrick-Block, sondern ich meine die Stonebrick-Walls. Und die werden wir hier an den Ecken vom Haus verwenden. Das gibt dem Ganzen nämlich so eine Art smootheren Look. Und wir werden die Trennlinie vom Dachboden zum Haus auch mit denen ausfüllen. Wie man hier sieht, gibt es da allerdings ein neues Problem. Nämlich kann man durchs Haus gucken. Allerdings werden wir uns das später noch kümmern. So, wie man hier sieht, habe ich jetzt mit ein paar wenigen Slabs und etwas Brickwall schon einiges mehr Detail reingebracht. Also wenn man das hier jetzt mit dem vorherigen Bild so vergleicht, dann sieht man schon, es macht auf jeden Fall um einiges was mehr her. Und dann kommen wir jetzt tatsächlich auch schon zum nächsten Teil des Videos. Also, nämlich adden wir hier jetzt Detail. Detail dauert wirklich immer mit Abstand am längsten bei allen Builds. Weil die Tiefe ist zum einen Dingen wichtig, dass man so eine Art Grundform hat, wo man auch unterschiedliche, wie der Name schon sagt, Tiefen hat, um dem Ganzen noch ein bisschen mehr Detail zu geben. Ja, und wie man sieht, adde ich hier jetzt noch ein bisschen mehr Detail mit der Hilfe von Slabs und Stairs. Und ich gucke hier einfach, dass ich verschiedene Blöcke nehme und eine möglichst ausgewogene Blockplatte habe aus verschiedenen farbigen Blöcken, allerdings natürlich auch nicht zu bunt, und gucke, dass ich die möglichst naturell miteinander verbinde. Und ich sag's euch jetzt schon, am Anfang wird das immer nicht so gut aussehen, weil das immer noch sehr, wie soll man sagen, ein sehr steifer Übergang ist, aber das werden wir später noch mit weiteren Details ausbessern. Und die Stairs sehen jetzt am Anfang vielleicht noch ein bisschen komisch aus, aber die werden wir später noch ein bisschen besser in dem Bild hier verbauen und die Stairs, den geben dem wirklich dem ganzen Bild um einiges mehr an Detail. Einfach nur durch das bisschen Tiefe, was man dazu noch gewinnt. Ja, hier sind wir bei einer Section vom Haus. Bei der war ich mir zu dem Zeitpunkt noch nicht so sicher, was ich machen wollte. Ich habe mich dann aber doch dazu entschieden, einen Ofen an diese Stelle zu bauen. Also ich den Ofen und die Herde einfach sozusagen dahin entferne. Also Spoiler-Alarm, die Herde habe ich leider nicht mehr verwendet. Aber ja, stattdessen habe ich da einen fetten Ofen hingemacht. Und ich hatte hier sogar auch noch geplant, einen Schornstein zu machen. Seht ihr aber natürlich alles am Ende vom Video. So, und hier habe ich noch einiges mehr an Detail wieder geaddet. Mit auch Tiefe gleichzeitig, weil Detail und Tiefe hängt auch irgendwie ein bisschen zusammen. Indem ich hier nämlich an den Seiten vor dem Haus einfach so eine Art Seitenpfahl gemacht habe mit einer hängenden Laterne. Und wenn man das von vorne aus sieht, dann sieht man schon, das ist jetzt ein bisschen breit. Also das passt nicht mehr so, also man kann nicht mehr so gut erkennen, wo die Front und wo die Seiten vom Haus sind. Und aus dem Grund habe ich mich dazu entschieden, hier so eine Art, ich weiß nicht, wie man es wirklich nennt, so eine Art Wikinger-Helm, Wikinger-Spitze einzubauen. Ja, ich werde da nochmal ein Bild einblenden und wahrscheinlich nochmal schreiben, wie es eigentlich, also hinten einfügen, wie es eigentlich heißt.
Aber ja, auf jeden Fall baue ich sowas hier hin. Und ihr werdet auch sehen, selbst ich struggle hier ein bisschen rum mit dem Design, weil das ist actually alles aus dem Kopf, also einfach Freestyle gemacht. Und ich will auch, dass ihr am Ende sowas möglichst könnt oder zumindest etwas Inspiration hier aus diesem Video drawen könnt und so ein paar Dinge in eurem Hinterkopf behält, die euch weiterhelfen können bei euren zukünftigen Builds. Und wie man sieht, brauche ich hier einige Anläufe, bis ich eine Form habe, die mir halbwegs gefällt. Und selbst später werde ich hier noch ein, zwei Dinge hin und wieder mal abändern, so halt, dass es möglichst gut zusammenpasst. Ja, wie man hier sieht, habe ich mich hier auch umentschieden an einer Stelle. Ich will hier actually nämlich auch noch das Cobblestone verwenden, um sozusagen das Muster so ein bisschen zu, wie soll man sagen, auch mit dem oberen Hälfte vom Haus verbinden, was man unten schon so ein bisschen sieht. Also es ist jetzt keine perfekte Rekreation von dem Muster unten, aber ich sage es mal so, manchmal ist es halt auch wirklich einfach nur das Chaos, was schön aussieht. Es muss nicht immer alles perfekt sein. Und ich sage es euch auch jetzt schon beim Bauen, wahre Perfektion werdet ihr nie erreichen. Zumindest nicht, wenn ihr mit einer gesunden Menge an Selbstkritik baut. Ja, dann habe ich mich noch hier dazu entschieden, so eine Art Torchflower-Pot vorne hinzubauen. Und das sieht jetzt so aus, als würde es nicht allzu viel Sinn ergeben, aber ihr werdet später im Video sehen, diese kleinen Flower-Pots adden. Nochmal so einen kleinen Touch darauf. Also die verbinden so ein bisschen die obere und die untere Hälfte vom Haus. Und gleichzeitig auch das Haus mit der Landschaft. Also tut mir leid, wenn die Erklärung nicht so gut ist, aber das ist so eine Art Attempt, die obere und die untere Hälfte vom Haus ein bisschen besser miteinander zu verbinden und gleichzeitig auch das Haus mit der Landschaft, indem man sozusagen was hinbaut, was auch noch zum Haus gehört, aber nicht fest mit ihm verbunden ist. Sozusagen ein abgehacktes Teil vom Haus, was aber auch noch zeigt, dass das sozusagen eine Art Wohngegend ist. Ja, und dann fliege ich noch hier hauptsächlich ums Haus herum, fixe noch so ein paar Stellen, adde noch mal hier und da ein bisschen mehr Detail. Zum anderen baue ich hier auch einfach so ein simpel Busch-Design an den Seiten, weil ich fand, die sahen noch ein bisschen empty aus, aber ich habe mich jetzt nicht dazu entschieden, vorne sowas hinzubauen. Und um noch ein bisschen mehr Detail zu adden, habe ich hier an den Seiten von dem Haus das einfach noch ein bisschen abgeändert, weil ich fand, da war noch nicht genug Detail. Das sah mir da noch ein bisschen zu flach aus, also was die Farben anging. Und auf dem Dach vom Haus habe ich, wie man hier auch sieht, im Endergebnis auch nochmal so eine Art Lightning Rod geaddet, weil ich wollte nicht, dass das Dach da oben ganz leer ist. Und ja, wie man sieht, sieht das hier von außen schon pretty solid aus. Zwar noch nicht ganz fertig, aber auf jeden Fall um einige Male besser als vorher. So, dann als nächstes kümmern uns wir hier um die Innenseite des Hauses. Ja, wie man sieht, hier ist es zum einen Ding voll, aber auch zum anderen empty. Ich habe mich dazu entschieden, die komplett in eine Richtung neu zu machen, weil ich fand das ein bisschen einschränkend, das, was bisher hier established wurde. Und das erste, mit dem ich hier angefangen habe, war actually der Boden. Und ich finde, wenn ihr einen Boden oder eine Decke baut, solltet ihr auch möglichst immer ein Muster reinbringen. Klappt natürlich nicht immer. Also in dem Fall hier vor dem Haus habe ich auch nur einen Boden ein Muster reingebaut. Die Decke habe ich so gelassen, wie sie war. Aber ja, ich habe halt zugesehen, dass ich hier nichts vernachlässige und dass selbst der Boden ein bisschen Liebe bekommt. Und es muss nicht unbedingt immer ein Schachmuster sein, wenn ihr einen gedetailten Boden seid, baut. Also lasst euch was Kreatives einfallen. Ja, und dann habe ich angefangen mit der Inneneinrichtung und hier auch tatsächlich gleich mit dem Ofen. Und wie man sieht, habe ich mich auch dann danach, nachdem ich hier innen drin den Ofen gebaut habe, auch gleich wieder zur Außenseite des Hauses begeben, weil hinten war ja alles leer und das wollte ich sofort ändern, weil es hat mir echt nicht gut gefallen. Am Anfang hatte ich überlegt, ob ich vielleicht so eine Art Absaugrohr von innen vom Haus laufen lassen soll, aber dann habe ich mir gedacht, außerhalb vom Haus wäre dann vielleicht am Ende doch besser und ich lasse es dann einfach sozusagen von unten im Haus ins Obergeschoss gehen und das ist auch nochmal so ein kleiner Punkt, der sozusagen das, die untere Hälfte vom Haus mit der oberen verbindet. Sieht jetzt natürlich im Building Process ein bisschen janky aus, aber das wird natürlich alles noch abgeändert, weil wir sind ja noch nicht fertig. Und wenn ihr was baut, probiert auch wirklich immer die verschiedenen Hälften vom Haus zu verbinden, nicht nur mit einer Gang und einer Tür oder einer Leiter, sondern auch wirklich, lasst die Muster ineinander überlaufen oder baut Feder und Balken, die sozusagen übergreifen über die verschiedenen Hälften und das hilft dem Ganzen einfach noch, das ganze Bild ein bisschen besser sozusagen zusammenzuhalten. Natürlich nicht strukturell, sondern mehr so visuell. Ja, und dann habe ich hier auch gleich den Schornstein geedet mit einem relativ simplen Design. Leider konnte ich da jetzt nicht die Standard-Trapdoors verwenden, weil durch die hätte man das Heu und das Campfire gesehen, aber ja, wie man sieht, hier nimmt das Haus schon ordentlich Gestalt an. Von außen ist es schon fast fertig und von innen fehlt jetzt halt noch ein bisschen was, aber ja, weiter geht's. Hier, für die Inneneinrichtung habe ich mir actually mal was anderes überlegt. Ich habe mir gedacht, ich mache hier ein Hochbett hin, weil ich wollte nicht einfach ein langweiliges Doppelbett machen, so wie ihr es schon von jeder Minecraft-Base kennt.
und habe mir einfach gedacht, hier mache ich mal so eine Art Hochbett. Da habe ich ein relativ simples Design genommen, also ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich mir das ausgedacht habe oder tatsächlich von irgendjemandem geklaut habe. Ich weiß allerdings nur, dass ich das schon verwendet habe, seitdem ich glaube, 10 Jahre alt war oder so, also seit Ewigkeiten. Und hier habe ich tatsächlich eine Trapdoor misplaced, aber ich habe mir gedacht, das sieht eigentlich ganz okay so aus, auch mit den Trapdoors unten so. Und deswegen habe ich das auch gleich so gelassen und habe ich mir überlebt. Ja, ich bin ja mal aus dem Hochbett gefahren, deswegen braucht man da auch irgendeine Art Protection. Und da habe ich mir gedacht, mache ich am oberen Bett einfach so eine Art Sign hin als Lehne. So, weil ich mir gedacht habe, die Bookshelves an derselben Stelle hinzustellen, wird ein bisschen schwer werden. Und zum anderen wäre es auch ein bisschen langweilig. Habe ich mir gedacht, hänge ich die Bookshelves mal an die Decke und habe hier so eine Art Mini-Muster gebaut. So ähnlich wie das draußen, also mit einem Fenster in der Mitte und so eine Art, wie soll man sagen, Kreisübergang nach innen. So nenne ich das jetzt mal. Aber wie man sieht, sieht das hier auch ganz interessant aus und auf jeden Fall besser als das Standard-Bookshelf, was davor stand. Ja, weil mir aufgefallen ist, an einer Seite habe ich leider die Fensterbank nicht so dran gedacht und habe mir auch im Nachhinein gedacht, das kann ich nicht mehr wirklich abändern. Habe ich deswegen die Fensterbank auf der anderen Seite so gelassen, wie sie ist. Aber auf dieser Seite habe ich hier eine gescheite Fensterbank gebaut mit einiges an Detail und Item-Frames. Und ja, man sieht auch das Frame, aber ich sag's mal so, wenn ihr wirklich einfach Detail adden wollt, dann manchmal ist es okay, wenn man es auch das Frame sieht, weil die meisten Leute werden verstehen, es geht ja nicht anders, weil es Survival ist, aber sie werden die Idee verstehen hinter dem, was ihr da tut. Also wenn ihr sehen, da liegt eine Pickaxe oder da liegt eine Eisenbahn rum beim Ofen oder so, da wird man schon denken, ah, das soll das und das darstellen. Ja, dann habe ich hier an der Seite auch noch so eine Art Display-Case gebaut. Das Design habe ich actually von irgendeinem YouTuber geklaut. Ich wünschte, ich könnte euch sagen, welcher, aber das weiß ich leider selbst nicht mehr. Es ist schon 1-2 Jahre her. Aber ja, an wen auch immer das gebaut hat, credit goes to you. Ich wünschte, ich wäre, wer du wärst. Privat habe ich mich nämlich in letzter Zeit auch öfters mal ausgetauscht und ich habe überlegt, was man hier noch so in der Inneneinrichtung hinbauen könnte. Und aus dem Grund kam mir der Boxsack zu Gedanken und deswegen habe ich mir gedacht, baue ich einfach einen Boxsack hin. Da habe ich Banner verwendet, um dem ganzen Boxsack noch etwas mehr Detail zu geben, aber habe gleichzeitig auch realisiert, dass es in der Mitte vom Haus immer noch ziemlich leer aussieht. Und an der Ecke auch. Und als erstes kümmern uns wir hier mal um die Ecke. Was ihr nämlich machen könnt, um einfach in der Ecke mehr Detail zu adden, ist zum Beispiel hier einfach so eine Art Kommode, gerade wenn es am Eingang ist. Also ich habe jetzt einfach hier so einen Armor-Stand mit einer Chest und einem Sign hingebaut und habe es einfach Kommode genannt. Ja, das erste, was ich hier machen wollte, nachdem ich herausgeklettert bin, war nämlich das Haus zu fixen. Oder zumindest hier die eine Seite vom Haus. Und ich habe auch die Leiter gleich um einen Block verschoben, weil ich wollte die nicht so in der Ecke da haben. Das war ein bisschen unpraktisch, deswegen habe ich das dann so gebaut. Ja, da musste ich noch ein paar Verschönerungsarbeiten hier vornehmen an der an dem Übergangsstrich hier von außen und innen. Und habe einfach dafür gesorgt, dass das hier wieder zu einem Muster wird. Weil bei diesem Haus macht auf jeden Fall ein symmetrischer Building-Stil mehr Sinn, weil das ist genau das, was ich eigentlich schon fast die ganze Zeit hier gebaut habe. Also gemacht habe. So, dann habe ich mich ums Detail an der hinteren Wand gekümmert und habe einfach sozusagen das, was ich die ganze Zeit schon an den Seitenwänden vom Haus gemacht habe, hier hinten gemacht. Und weil ich mich dazu entschieden habe, dass das Stückchen da oben immer noch ein bisschen komisch aussah, habe ich mich auch entschieden, von hier auch ebenfalls eine Laterne runterhängen zu lassen. Nicht so weit unten wie die von vorne, aber immerhin ein Stückchen. Achso, ja. Noch was anderes, was ich vergessen habe. Wenn ihr ein Haus baut, ihr habt zwei Optionen. Entweder ihr könnt das, was ihr baut, an die Landschaft anpassen oder die Landschaft an das, was ihr baut. Was ich damit meine ist, wenn das Haus zum Beispiel ein Stückchen übersteht, dann könnt ihr Gras da rumbauen, um das wieder natürlich aussehen zu lassen, damit es nicht so einfach über den Boden fliegt. Oder ihr baut das Haus sozusagen in die Landschaft rein. Da müsst ihr aber überlegen, weil dann werdet ihr nicht mehr, also dann wird man nicht mehr euer ganzes Haus sehen und habt ihr dann so potenzielle Problemfälle wie Fenster, dann müsst ihr euch da eine Lösung selbst überlegen, was ihr da bei Fenstern zum Beispiel macht, wenn die in den Berg reingehen würden. Hat nämlich zum einen mit dem Übergang geholfen, aber ich fand, das sah zu smooth aus, wenn ich hier nur Brickstairs verwendet hätte. Deswegen habe ich da auch noch Lücken hinzugefügt. Und Redstone-Laternen mit Trapdoors und habe einfach generell hier dem Übergang von dem Dach auf den Dachboden sozusagen interessanter gemacht, indem ich nicht nur einfach eine Linie aus Stairs baue, sondern hier sozusagen auch mal Abstände zwischendrin lasse und das Muster sozusagen eben, aber auch gleichzeitig uneben mache.
Ja, einer der besten Freunde von einem Builder ist der Debugstick. Ich will, dass ihr den auf jeden Fall auch kennenlernt. Ich werde in diesem Building-Tutorial den Debugstick hier jetzt nicht wirklich für sehr vieles benutzen. Ich gebe dem sozusagen nur eine kurze Demonstration mit, was man hier mit dem machen könnte. Nämlich zum einen wäre hier absolut null Platz für irgendwelche Redstone-Dinger. Also könnte man probieren, mit irgendwelchen Piston-Glitches eine leuchtende Lampe noch zum endlichen Leuchten zu bringen, indem man die irgendwie komisch verschiebt. Aber das ist viel zu kompliziert, deswegen habe ich mir jetzt einfach hier einen Debug-Stick gegeben. Und mit dem kann man verschiedene Dinge von, also verschiedene Eigenschaften von einem Block abändern. Und wie man sieht, habe ich da wieder die Aufnahme gecrashed, indem ich den Anvil rechts geklickt habe und vergessen habe, ja, dass das Rechtsklicken vom Anvil mein Game crasht. Ja, nachdem ich alle Redstone Lamps zum Leuchten gebracht hatte, habe ich mich dann hier auch oben mit der Fensterbank, mit den Fensterbänken beschaffen. Und da alles sehr hell war, musste ich nicht mehr Licht ändern. Und weil ich nicht zufrieden war mit dem ganzen Content von vorher im Raum, so wie man es schon hätte vielleicht bemerken können, habe ich mich dazu entschieden, diesen Raum hier komplett zum Storage-Raum abzuändern, weil unten auch keine Platz mehr Chests mehr waren. Oder zumindest kein gescheiter. Ja, und hier sieht man nochmal einen anderen coolen Effekt von dem Debug-Stick hier. Den kann man nämlich auch verwenden, um normalerweise unmögliche Slab-Muster hier in Minecraft zum Funktionieren zu bringen. Indem man sozusagen die Blöcke neben den Slab zwingt, in eine andere Form, um überzuspringen, mit Hilfe des Debug-Sticks. Und bin nochmal ein bisschen rumgelaufen und habe nochmal geguckt, ob ich vielleicht irgendwo noch was ändern kann, aber ich bin dann sehr schnell zu dem Endentschluss gekommen, dass ich hier eigentlich fast alles gemacht hätte. Das Einzige, was mir jetzt so im Nachhinein noch einfällt, ist, ich hätte neben dem Fenster vielleicht noch Banner adden können als eine Art Vorhang, aber ja, das war mir zu dem Zeitpunkt jetzt nicht so in den Kopf gekommen, aber ich habe mir gedacht beim Editieren von diesem Video, dass das vielleicht noch eine ganz gute andere Idee wäre, was man hier oben noch reinpacken könnte. Ja, und weil es außen schon sehr gut aussah, würde ich das meiste da auch in Ruhe lassen. Ich habe mir aber nur gedacht, vielleicht ändere ich hier nochmal schnell so ein bisschen extra Detail, einfach mit so sehr simplen Building-Dingen. Wie halt zum Beispiel einfach ein bisschen Steine und Druckplatten hier. Ich meine natürlich Druckplatten und Knöpfe als so eine Art Steinpfad. Ihr müsst natürlich ja nicht immer einen Pfad aus Pfadblöcken bauen oder aus Cobblestone und Gravel, so wie es viele Leute machen, sondern ihr könnt mal wirklich kreativ sein und so eine Art Design hier verwenden. Also ich bin auch garantiert nicht der Einzige, der sowas macht, aber ist auf jeden Fall besser als der Standardweg, den man aus Minecraft schon so kennt. Und weil es hier immer noch ziemlich leer aussah, trotz dem ganzen Detailwork, was ich hier gemacht habe, habe ich mich dazu entschieden, muss hier auch noch was hin, dass es ein bisschen mehr von der Wand hier ablenkt, weil die ist wirklich nicht sehr detailed. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich hier so eine Art Fischpond hin. Ich wollte den jetzt nicht allzu groß machen, also habe ich den relativ klein gemacht. Blöderweise sind die Fische auch später dann despawned, weil ich die nicht benannt hatte. Aber ja, für eine kurze Zeit gab es da auch mal Fische drin. Und ich fand, es sah ganz nice aus. Und als Mauerdesign wollte ich nicht richtige Mauern verwenden, sondern ich habe mir gedacht, vielleicht benutze ich einfach mal Stairs hier, um euch zu zeigen, man kann auch Mauern aus anderen Materialien bauen. Mauern müssen nicht unbedingt immer Mauern sein. Und ja, dann habe ich hier hinten noch zwei Torchflowers geaddet und dann habe ich mir überlegt, okay, es sieht schon nice aus, aber ich sag's mir so, wenn das Haus alleine das Einzige ist, was schön ist an der Gegend, dann ist da auf jeden Fall was schiefgelaufen, weil ihr solltet auch immer wenigstens die Landschaft etwas schöner aussehen lassen und um das Haus drumherum. Und der einfachste Weg, um das machen zu können, ist nämlich einfach mit Bone Meal. Einfach ein bisschen drumherum fliegen, so eine Art kleinen Bereich mit Bone Meal covern. Und vielleicht auch mal ein bisschen weiter weg so einzelne Stellen adden, um den Übergang nicht so eckig zu machen, sozusagen. Dass es ein bisschen random verteilt aussieht, also relativ naturell. Ja, dann habe ich mir hier ganz am Ende nochmal kurz das Dach angesehen, weil ich war da noch nicht ganz zufrieden. Ich habe gedacht, da kann man auch noch ein bisschen mehr was machen. Und deswegen habe ich hier so eine Art Seitenlinie geedit und mir hat actually das erste Design auch gleich super gefallen. Deswegen habe ich das auch gleich an die andere Seite nochmal dran gebaut. Und nachdem das erledigt wurde, war das Haus eigentlich in meinen Augen soweit fertig. Und hier sieht man nochmal das Endprodukt, also wie man sieht, um einige Male besser als vorher. Mit Blöcken, die man auch fast alle gleich am Anfang vom Spiel obtainen kann. Also wirklich nichts allzu kompliziertes. Da müsst ihr nicht ewig lang farmen für irgendwelche Ressourcen. Man hat das alles schon parat, sobald man in die Welt kommt. Das meiste sind ja nur Stonebricks, Lehm und Holz. Also natürlich gibt es ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel die Azaela-Blätter, die ich jetzt für die Busche da verwendet habe. Oder die Heuballen, für die man ein bisschen Weizen braucht. Aber ich sag mal so, an Weizen ranzukommen, sollte jetzt auch nicht allzu schwer sein. Und ja, das war dann soweit das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Abo, Like und einen Kommentar.
Wenn euch das Gebaute gefallen hat, ich werde in meinem Discord einen neuen Channel erstellen. Ich werde den sowas wie YouTube Downloads nennen und dort könnt ihr dann das, was ihr hier im Video seht, einfach downloaden. Ich habe dann noch ein paar andere Screenshots von dem Haus, die werde ich vermutlich jetzt auch nochmal hier am Ende einblenden. Da sieht man das Ganze noch mit Shadern. Und auch ein Tutorial, wie ihr sozusagen World Edit Schematic zum Laufen kriegt, wenn ihr das noch nie gemacht habt.